Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei LS22 Frankreich Projekt. Ja, wie ihr seht, geht es jetzt los mit der Ernte. Wir haben ja in den letzten Video haben wir aufgehört mit der Sonnenblumenernte, haben dann die Felder nochmal zwischendurch bestückt und ein Feld, das Feld 26, haben wir mit Sorghumhirse. Boah, scheiße. Muss ich weiter ausholen, jetzt bleibe ich da natürlich voll hängen. Haben wir mit Sorghumhirse, jetzt komme ich da raus. Ja, kommt sie durch. Ja, der kriegt das schon hin. So, jetzt noch mal vor, jetzt mal noch mal, was wir alles gemacht haben in letzter Zeit. So, Feld 26 ist mit Sorghumhirse bestellt, das ist komplett fertig. Feld 30 haben wir mit Raps bestellt. Das müsste fast in der letzten Wachstumsstufe oder auch komplett fertig mittlerweile schon sein. Ich weiß es gar nicht genau, müssen wir nachher mal schauen. Dann haben wir noch unsere kleinen Felder hier, und zwar einmal hier die 413. Ah, das ist auch schon. Ne, das sehen wir noch gar nicht, müssen wir so machen. Aber jetzt fahren wir erstmal hin. Diese Felder, die hier am Hof, diese 38, 39, 40, 41, was das ist, die haben wir alle mit Mais gesät. Und zwar wollen wir das Häckseln und das Häckselgut diesmal nicht für die BGA benutzen, sondern für unsere Kühe eben, die wir jetzt demnächst uns auch kaufen wollen. Das sind wir gerade fleißig am machen. Wir haben uns noch ein Feld gekauft. Ich glaube, das müsste das Feld 31 sein. Das ist auch gleich hier unten. Und zwar haben wir das eigentlich auch nur aus dem Grund gekauft. Wir brauchen Stroh. Und auf dem Feld war schon Weizen, glaube ich, müsste es gewesen sein, angesät. Und dann haben wir natürlich vielleicht das Feld gekauft. So sparen wir uns erstmal dieses Ansehen, das Saatgut und alles. Und haben das jetzt gekauft. Das ist hier auf der linken Seite, genau das Feld 31, das müsste auch sogar schon fertig sein. Perfekt, dann könnten wir hier auch direkt loslegen danach. Oder sollen wir gleich hier anfangen? Komm, fangen wir doch gleich hier am besten an. Hobobo, oh, hoppala, ist das mein Fehler. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt hier bei Feld 31 mit dem Weizen an. Aus dem Stroh müssen wir nämlich dann noch Ballen pressen, die wir dann zum Einstreuen nehmen für die Kühe. Dann würde ich sagen, fangen wir doch hier bei Feld 31 an. Das ist etwas kleiner. Unser T8 steht jetzt schon bei Feld 26 bereit zum Abfahren. Kommen wir hier rein. Ja, easy, fahren wir hier rein. Und dann können wir doch hier auch easy unser Schneidwerk abhängen. So, perfekt. So, jetzt fahren wir den mal hier hin. Rundum leuchten brauchen wir nicht mehr. Dresche können wir gleich mal ausklappen. So. Und dann hängen wir doch hier. Ah, das war falsche Pedal, sorry. Einmal nicht zu weit ins Feld rein, sonst geht unsere Ernte kaputt. So, hängen wir einmal hier unser Gebiss an. So, perfekt. Jetzt schauen wir mal, wo fangen wir in der besten an, an dem Feld. Mal schauen, wie ist denn das von der Größe so. Ja, wir können doch eigentlich... Ne, wisst ihr was, wir fangen da hinten an. Genau, da würde ich sagen, lassen wir direkt mal den Helfer dann fahren. Strohablage müsste angeschaltet sein. Wir haben auf jeden Fall auf allen Feldern beide Düngestufen. Heißt, wir haben auf allen Feldern jetzt 100% Ertragsbonus. Geht das einmal an, jetzt fahren wir hier einmal rein. Genau, also wir haben auf allen Feldern 100% Ertragsbonus. Wenn das jetzt so läuft, ja... Ah, wir haben die Strohablage nicht an, okay. Das heißt, wir müssen schnell Hilfefenster an. Strohablage anschalten. So, machen wir hier mal wieder aus. Gehen wir hoch. Und jetzt fahren wir mal weiter. Mal schauen, jetzt müsste an sein. Jawohl, perfekt. Dann lassen wir jetzt hier einmal direkt den Helfer weiterfahren. Wir gehen in unseren T8. Der steht nämlich hier, wo eigentlich zum Abfahren, bei der Sorghumhirse. Aber wenn das kleinere Feld fertig ist, machen wir jetzt erstmal das, weil wir eben auch noch auf dem Feld Ballen pressen wollten. Fahren wir hier mal schnell rückwärts raus. So. Da müssen wir mal schauen. Wow. Wir müssen uns da auf jeden Fall noch eine Ballenpresse mieten. Jetzt habe ich nur vergessen. Hier mal kurz. Genau, hier muss ich auch mal... So, fahren wir den auch mal zum Feld dann. Oh, was war das? Das ist ein Auto. Auch zum Feld eben zum Abtanken dann direkt. Ich glaube, den können wir doch hier so hinstellen einfach. Also stellen wir hier an die Seite, dann stört er den Drescher nicht. Genau, perfekt. Wir haben auf jeden Fall ein straffes Programm jetzt hier. Die Felder sind alle erntereif. Wir machen nebenher noch Grassilage.
Unser Black Beauty ist nämlich schon auf dem Grasfeld hier und ich, mit dem bin ich schon fleißig am Mähen nebenbei. So, also das hier haben wir, das Feld wird geerntet, das passt. Dann müssen wir hier direkt mit der Messerwalze einmal drüber. Das heißt, wir steigen in unseren Deutz Fahr, so, und lassen den direkt dann mit der Messerwalze hinterher fahren. Und dann ist eben der nächste Arbeitsschritt jetzt Messerwalze direkt hinterm Drescher hinterherfahren lassen und dann eben wieder auch die erste Düngestufe drauf zum Bringen mit Gärresten aus der BGA. Haben wir noch knapp 300.000 Liter, bisschen mehr, 350.000 müssten es fast sein. So, einmal den hier anhängen. Dann lassen wir den schnell selber zum Feld fahren. So. Einmal den Helfer Position bitte hierher. So, der müsste fahren. Ja, oh, jetzt kommt ein Auto, kommt, fährt der? Ja. Ihr wisst ja, der Helfer und der KI-Verkehr hier ist nicht gerade das Beste. So, jetzt nehmen wir hier unseren Glas, würde ich sagen, weil das fast der einzigste ist, der noch frei ist. Und der eben auch 300 PS hat. Normal nehmen wir den ja immer zum Düngen. Den habe ich auch genommen, um eben die Düngestufen auf die Felder zu bekommen. Aber da das der einzigste relativ starke Trecker jetzt noch ist, wir haben noch den 7810 von Johnny, unseren mehr oder weniger Hoftraktor, sage ich jetzt mal. Den benutzen wir eigentlich so gut wie nie für Feldarbeit. Mit dem machen wir alles selber auf dem Hof. So, nehmen wir den, mieten uns eine Ballenpresse und würde ich sagen, können doch dann direkt eigentlich, hier seht ihr ja vorne schon, da mähen wir gerade schon. Da wird auf jeden Fall noch Grassilage produziert, auch eben für die Kühe. Wir sind jetzt gerade nur am Hasseln hier, dass wir unsere Kühe hier kaufen können, dass sie komplett versorgt sind. Schweine haben wir mittlerweile gekauft. Hier auf dem Hof haben wir ein bisschen was gebaut, Schweinestall und alles dafür. Dazu, den Hof können wir eigentlich später mal anschauen. Jetzt warte mal, Ballenpresse. Oder ich werde dazu noch eine kleine Baufolge mal hochladen. Ich habe das alles aufgenommen, wie wir das gebaut haben. Da würde ich wieder sagen, wir nehmen wieder die Krone hier. Zack, mieten uns die für 7.000. So oft brauchen wir die eben nicht, um dass wir die jetzt, sage ich mal, einfach mal kaufen. Würde sich nicht rendieren, sage ich mal, die würden mehr rumstehen, als sie in Benutzung ist. Deswegen miete ich sie mir einfach ein paar Mal. Wie gesagt, von der BGA, das Geld ist da. Also von dem her. Das ist jetzt nicht das Problem. Perfekt, dann können wir mit dem, mit unserer Pflegebereifung natürlich, jetzt macht gar nichts, lassen wir einfach drauf, können wir zum Feld fahren, fahren den direkt hinterher. Den 7810 von Johnny nehmen wir dann später, um die Ballen eben zu verladen. Aber auf unserem Brandner Dreiachser, den wir ja zum Ballenhänger machen können, da sind gerade Wollepaletten noch drauf, die müssen wir auch noch wegbringen. Aber das machen wir jetzt hier nicht in der Folge. Hier geht es jetzt eigentlich direkt los. Action mit der Ernte. Ihr seht, hier vorne haben wir schon einiges gebaut am Hof. Den Hof haben wir ja auch schon umgebaut, habe ich ja schon mal gesagt. Ich habe es alles mal aufgenommen, wie wir ihn umgebaut haben. Ich denke, ich werde dann noch so eine kleine Baufolge zusammenschneiden, dass ihr genau seht, was wir gebaut haben. Wir haben zum Beispiel auch für unsere Zuckerrüben, wir haben ja die Zuckerrüben immer zu Schnitzel verarbeitet in dieser Schaufel von Fliegel. Und haben jetzt eben auch eine Rüben-Schnitzelfabrik, das nenne ich jetzt einfach mal, wo wir einfach unsere Zuckerrüben reinschmeißen und die Schnitzel sind selber und die holen wir einfach dann wieder raus. Müssen wir nicht immer ewig lang mit der Schaufel rumtun. Geht auf jeden Fall viel, viel schneller. Die produziert nebenzu auch noch Steine und Gülle. Frag mich nicht, warum genau Gülle. Weiß nicht, vielleicht soll das Dreck einfach sein, wo auf den Zuckerrüben sind. Oder die Steine, denke ich mal, wird der Dreck sein, wo aus der Erde kommt und so. Die haben wir aber auch direkt verkaufen, weil was will ich mit den Steinen und der bisschen Gülle, was da rauskommt. Brauche ich nicht unbedingt, sag ich mal so. Perfekt, der macht hier seine Runden, seine Reihen eher gesagt. Dann fangen wir doch gleich mal mit dem Glas hier hinten an. Und pressen hier mal das ganze Zeug weg, bevor wir den einen mit dem Messerwalze dann hier drüber fahren lassen. So, rundum leuchten aus, mal gucken. Ne, das war aufgeklappt, haben wir sie. Da müssen wir anschalten, senken. Genau. Dann fahren wir jetzt hier mal ein paar rein erstmal. Jawohl, das funktioniert doch perfekt.
So, dann gibt es heute mal was ganz Neues hier. Wir pressen jetzt hier mal Strohballen. Habe ich auch noch nie gemacht im LS22. Nur Grasballen und, nee, nur Heuballen bis jetzt, nicht mal Grasballen. Silageballen irgendwann mal wollen wir auch noch machen, aber das kommt alles nach und nach. Ihr seht, hier läuft auf jeden Fall im Frankreich-Projekt. Das Geld ist gut da von der BGA und alles. Und kurz einen Schluck Kaffee. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Ballen wir hier rauskriegen. Fahren dem jetzt einfach mal direkt hinterher, dass wir dann mit der Messewalze hier auch einmal direkt rüberfahren. Ich weiß, in echt wird man es glaube ich nicht machen mit der Messewalze. Ich glaube nur bei Mais, glaube ich, weil da so ein, weiß gar nicht, wie das nennt, so eine Bakterie oder sowas in dem Maisstängeln, sage ich mal, unten chillt, wird es da eben mit der Messewalze oder mit Mulchen noch bearbeitet. In echt jetzt natürlich nicht bei Weizen. Wir machen das jetzt aber hier natürlich, weil es eben bei uns beim LS hier die 5% Ertragsbonus gibt. Genau. Müsste ja auch relativ schnell gehen, der hat eine große Arbeitsbreite. Der John, der Klaas Lexion, ich glaube 18 Meter Arbeitsbreite hat der. Nicht das größte Gebiss, ich glaube es gibt noch von John Deere eins, der hat, glaube ich, will mir jetzt nicht lügen, ich glaube 20 oder sogar 25 Meter, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall ist der einiges bisschen größer vom Gebiss, aber hat weniger Volumen. Und ich habe mir einfach damals ja den Lexion gekauft, weil der halt auch einfach im Angebot war. Genau, und sonst weiß ich jetzt nicht genau, ich hätte mir glaube ich sogar fast den Johnny Drescher gekauft damals, aber dadurch, dass der im Angebot war und relativ billig dann war, habe ich da direkt zugeschlagen. So, wie immer gilt, wenn euch die Videos gefallen oder ihr ein bisschen das Projekt unterstützen wollt oder mich allgemein unterstützen wollt, ein bisschen auf YouTube, lasst gerne ein Däumchen da, würde mich sehr freuen. Wenn ihr neu seid hier dann und mehr Bock habt oder auch weiterhin Bock habt auf neue Videos, dann lasst doch gerne auch ein Abo da auf dem Kanal, würde mich sehr freuen, oder kommentiert doch einfach direkt mal mit, was man genau machen können noch, wie wir was bauen, was wir als nächstes vielleicht auch mit den Feldern machen, welche Felder wir uns noch kaufen sollen. Ich sehe jetzt da vorne der Drescher voll, ich fahre jetzt aber trotzdem noch mal kurz dem hinterher bis vorne hin und dann steigen wir schnell in den T8 und tanken den einmal ab. Ich sehe, das geht aber hier relativ schnell eigentlich auf dem Feld. So. Lassen wir den hier einmal stehen. Und rein in den T8. So. Dann tanken wir den einmal ab. Das Feld müsste da eigentlich locker, denke ich mal, reingehen. Denke ich jetzt mal, ich kann es jetzt auch nicht zu 100% sagen. So, perfekt. Einmal abtanken. Dann müssen wir den natürlich auf Seite fahren, dass wir da an die Strohreihe hinkommen mit dem Glas. Genau. So, perfekt. Noch kurz so, was gerade bei mir auf meinem YouTube-Kanal so abgeht, einfach allgemein. So, ich bin so dran, auf jeden Fall einmal die Woche auf jeden Fall ein Video hochzuladen. Immer freitags, safe, kommt immer ein Video. Ich schaue, dass freitags immer ein Video vom Landwirtschaftssimulator 22 kommt. Frankreich-Projekt eben, schafft es nicht immer, aber meistens schon. Und zwischendurch, vielleicht montags oder mittwochs, je nachdem, werde ich auch hin und wieder ein bisschen Call of Duty-Content hochladen, dass einfach auch ein bisschen Abwechslung ist. Die einen schauen vielleicht das lieber, die anderen das. Und ja, das ist jetzt gerade die hauptsächliche Unterhaltung, sag ich mal, was hier auf dem Kanal abgeht. Call of Duty und LS22. Finde ich eigentlich eine ganz nette Abwechslung auch. So, jetzt mal schauen, wie dreht der hier um. Passt, der dreht so um, dann kann ich die andere Reihe direkt mal mitnehmen. Fahren wir hier einmal noch rein. Perfekt, so. Tempomat rein, genau, dann fahren wir hier einmal die Reihe runter. Kommen auf jeden Fall ein paar Ballen runter, das reicht. Es geht ja dann wirklich nur, dass wir die Ballen irgendwann mal auch in den Ballen zu kleineren, nenne ich es jetzt einfach mal, tun. Den wir eben auch noch dann kaufen müssen, den kaufen wir jetzt natürlich, weil wir den natürlich auch öfters brauchen. Und sonst, ja, wir brauchen jetzt noch die Silage für die Kühe, und wenn wir das gehäckselt haben und alles, dann können wir eigentlich
die Kühe direkt kaufen und komplett versorgen mit unserem vollautomatischen Futterautomat. Bin mal gespannt, wie das alles läuft. Dann müssen wir aber noch Mineralfutter kaufen. Das müssen wir dazu kaufen. Das ist noch das Einzige, was uns fehlt. Wir haben schon Heu komplett im Kuhstall drin, bis zum Anschlag, bis zur Kapazität halt voll ist. Stroh haben wir auch schon drin, eingestreut haben wir schon. Wir haben eigentlich schon alles perfekt vorbereitet. Jetzt geht es eigentlich nur noch um die... Einmal heben hier kurz, dass der losfährt. Achso. Machen wir mal kurz aus, dass er schneller fährt. Ich dachte, ich muss... wenn ich es anhebe, fährt der auch schon schneller, und wenn sie läuft. Aber wohl falsch gedacht. So. Die Ballen, die laden wir später nicht mit dem automatischen Ballenhänger auf, die verladen wir selber mit dem Frontlader dann. So, einmal wieder anmachen. Dann hier rein in die Reihe. Perfekt. So, ich bin mal gespannt, was von dem großen Feld mit Hirse runterkommt. Und auch von dem Rapsfeld, weil das ja alles auch Ertragsbonus 100% ist, was wir hier jetzt eben auch auf dem Feld haben. Aber ich glaube, der mit dem Messerwalze muss hier an dem Feld noch ein bisschen warten, weil wir erstmal die Ballen aufsammeln müssen. Und das hat jetzt nicht so einen Drang, sei mal, die Bass, wir die Ballen jetzt direkt aufladen müssen. Wir fahren danach direkt erstmal zum nächsten Feld und fangen da an. Und dann denke ich, lassen wir da auch zum ersten Mal die Messerwalze dann drüber fahren. Und das hier, das Feld machen wir dann später irgendwann mal. Genau, die in dem letzten Video haben wir ja auch zum ersten Mal Gärrechte ausgefahren aus der Biogasanlage, und die werden wir auch weiterhin nutzen, um jetzt hier erstmal dann die erste Düngestufe drauf zu machen, und dann nach der ersten Wachstumsstufe, sage ich jetzt mal, hauen wir dann mit dem Düngerstreuer die zweite Düngestufe noch drauf, und dann müsste das passen. So, ich bin sogar schneller als der Drescher, wie ihr seht. Das heißt, wir können nachher noch mal ein bisschen hier. Ja, ich bin auf jeden Fall schneller. Das heißt, ich lasse ihn jetzt mal hier stehen. Jetzt habe ich das Licht angemacht. Das wollte ich nicht. Egal, das macht gar nichts. Das kann man unten lassen, den Pickup oder wie man das nennt. So, ihr seht, hier ist mein. Jetzt muss ich warten. Hier ist mein Black Beauty. 924er Fan müsste das sein, ist ja kein 930er mehr, haben wir aufgemacht. Oder ihr halt die Motorleistung gesteigert. Ihr seht, der ist hier. Und das heißt, wir fahren jetzt hier gleich mal noch eine Runde runter. Ihr seht, wir mähen hier jetzt die Wiese, dann lassen wir noch das Feld 7 oben. Diese kleine Wiese lassen wir auch noch mähen, die lassen wir aber dann direkt vom Helfer mähen, da mache ich selber nichts. Den lasse ich komplett selber hochfahren, der soll dann da direkt anfangen auch zu mähen. Wir mähen jetzt hier mal noch die Wiese ein bisschen. Hier wird dann auch direkt Grassilage produziert für die, also reinfahren hier, für die Kühe. Machen wir hier direkt Silage aus Gras und häckseln tun wir natürlich drüben die Felder auch. Wir haben ja zwei große Silos, kann man sagen, auf dem Hof, die ja bis jetzt leer sind. Ein bisschen Gras, ich glaube, drin wo mal übrig war, wird es da reingeschmissen. Aber das ist jetzt nicht die Welt. Wir sehen, der Tank ist auch fast leer, es kann sein, der geht jetzt dann aus. Gut, ich habe einen Tank fast da zum Glück, aber ich will jetzt nicht extra zum Hof fahren. Ich hoffe, dass der vielleicht das Feld noch packt. Aber wir sehen, also wie ihr seht, wir haben hier die heftige Vorbereitung, wir sind voll drin mitten, wir haben einen Haufen Arbeit, eben um die Kühe hier auf den Hof zu bringen. So, dann drehen wir hier wieder um und fahren wieder hoch, und oben haben wir das gleiche, dann kommen wir. So, perfekt, jetzt fahren wir einmal hier wieder hoch. Also ich fahre echt viel mit dem 39er. Ich bin immer auch Überlegung, ich denke, im nächsten wird auch ein neuer Schlepper auf den Hof kommen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir einen anderen Schlepper dafür wegtun oder ob wir einfach einen behalten. Je nachdem müssen wir mal schauen, weil es bringt ja auch nichts, wenn wir einen Haufen Schlepper haben und die Hälfte davon steht nur rum. Oder die meiste Zeit eben steht nur rum. Deswegen, und jetzt sind wir eigentlich relativ gut ausgelastet. Auch alle Schlepper sind relativ gut ausgelastet. Und so läuft es eigentlich direkt. Und ich, ja, einer wird vielleicht noch ganz gut. Eine etwas größere mit ein bisschen mehr Leistung. Habt ihr auch schon einen im Blick. Aber da lasse ich mir jetzt mal noch Zeit, da mache ich mir jetzt mal noch keinen Stress. Genau, so, jetzt fahren wir da hinten nochmal eine Reihe runter. Und dann lassen wir den wieder stehen, das mache ich dann später wieder weiter. Die Wiese hier, die mähe ich immer selber, die kann auch gar kein Helfer mähen, weil ich habe die Wiese leider nicht einfach nur Gras, also was heißt leider, ich habe einfach nicht nur Gras, auf, also das Feld nicht nur umgekrubbelt, umgepflügt und dann Gras drauf gesät. Ich habe das Feld im Baumenü, weil es einfach viel schneller geht, zur Wiese gemacht und das Gras einfach gesetzt, zack, 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 war natürlich viel, viel teurer.
hätte ich mir auch denken können, ich hätte es irgendwie anders machen sollen, aber jetzt ist hier halt so gesehen kein Feld mehr und der Helfer kennt hier natürlich auch dann kein Feld. Was es aber nicht die Welt ist, hier die Wiese, die mache ich einfach nur wieder selber und dann würde ich das später auch alles im Ladewagen einfahren. Und ich denke, das würde ich vielleicht zwischen den Folgen mal ein bisschen was machen, dass wir nicht nur eine Folge nur mit dem Ladewagen hier in der Gegend rumeiern. So. Lassen wir hier wieder rein. Perfekt. Lassen wir den hier stehen. Machen wir dann schon die Mehrwerke aus. Und den Motor aus. Dann gehen wir einmal wieder in unseren Glas. Und fahren einmal wieder nach. Jetzt sehe ich gerade, der ist gar nicht so weit gekommen. Hängt der irgendwo? Weil der da vorne steht. Ah, ich glaube am... Ah, ich glaube, der hängt genau an seinem Wagen, wird der da... Oder am Schneidwerkswagen wird der hängen. Bisschen blöd platziert. Aber macht gar nichts. Hoppala. So. Einmal hier rein. Lassen wir den Helfer weiterfahren. Perfekt. Gehen wir wieder in den Glas. Und pressen weiter unsere Ballen. Deswegen ist er auch nicht weitergekommen, weil der vorne wahrscheinlich stehen geblieben ist. Stand da jetzt auch gar nichts dran. Oder ich habe zumindest mal gar nicht gesehen, dass was dran stand. Nicht, dass der Helfer blockiert ist. Aber nun ja, so ist es eben. So. Also ihr seht, wir haben viel Feldarbeit zu tun. Ballen müssen dann auch noch aufgesammelt werden und auf dem Hof trocken gelagert werden. In unserem, ich nenne es jetzt mal mehr oder weniger Ballensilo, wo wir es gemacht haben. Das ist ja kein direktes Ballensilo, ich glaube, das ist ein Schüttgutlager. Aber da haben wir einfach zwei so Abteile, nenne ich das einfach mal. Da mache ich rechts immer, links habe ich gerade zurzeit die Heuballen und rechts schmeiße ich dann die Strohballen rein. Die Strohballen rein, dann passt es. Und dann wüsste das eigentlich ganz gut aufgehen soweit. Genau. So, aber ich würde sagen, Leute, das war's jetzt für heute. Ich werde hier noch ein bisschen weiter pressen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es weitergeht, für unsere Kühe Sachen vorbereiten. Und dann denke ich, wird es auch hoffentlich bald soweit sein, dass wir uns endlich die Kühe leichten können, beziehungsweise das leichten können, die Kühe her tun können, dass sie einfach komplett versorgt sind. Trotz all dem würde ich sagen, vielen Dank schon mal fürs Anschauen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr mich ein bisschen unterstützen wollt oder auch das Projekt ein bisschen unterstützen wollt, dann lasst noch ein gerne ein Daumchen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und ciao.